uns alle befallen. Your last decision, at least, is the correct one. Hold still, Father. Sohn tötet Vater. Lariel! Zu spät. Don't worry, my child. Your hardships are over for today. Wir brechen zusammen. Eine Stimme. Was geschieht? The Crone's Cottage. Eine Hütte. Im Sumpf. Get up, wir erwachen. Lazy girl. It's time to go to bed. Faules Mädchen, geh ins Bett. What? Where am I? What? Does this look like Hrothgar's realm to you? You're in my hut. Sieht das etwa wie Hrothgars Reich aus? Fragt uns die alte Vettel. I'm in your hut. How did I get here? But no more questions for tonight. There's a cot over there. You should try to get a good night's sleep. Tomorrow will be a very, very long day. Ich soll mich erstmal ausruhen. Und das Tutorial sagt, wie eine Long Rest geht. Also Long Rest heißt mindestens 8 Stunden schlafen, normalerweise, in D&D zumindest. Gucken wir mal ins Questbook. Ja, ich verstehe nicht, wie ich hierher gelangt bin, aber wir befolgen erstmal das Tutorial. Wake up, lazy. Always sleeping this one. Must have been raised by dream wraiths. Steh auf, faules Stück. Sehr freundlich. Was für Traumgeister. Das wirst du noch rausfinden. Now. How about you make yourself useful and weed the garden? Mach dich nützlich, grabe, jäte das den Garten um. Oder jäte den Garten. Moment, ich habe noch ein paar Fragen. Nun gut, frag deine Fragen. Aber sei gewarnt. Das werden nicht die Antworten sein, die dir gefallen. Ja, wie bin ich hier hergekommen? Du warst kurz vorm Sterben, so habe ich dich weggewünscht. In mein Versteck im Wald. Du kanntest Lord Espen? Ja. Wer bist du? Nur eine alte Hexe, die zurückgezogen lebt. Kannst du mir sagen, warum Lord Espen von seinem eigenen Sohn getötet wurde? Now, jetzt. Take a look at this list. Once you've read it, let me know, please. Wir haben eine Liste bekommen im Inventar. Ein Questgegenstand.
Schauen wir uns an, natürlich. Und zwar sollen wir Sachen sammeln. Sammle das folgende. A handful of Bruce Root. Also Root heißt ja Wurzel. Also irgendwie eine Bruce-Wurzel. Ein Pilz, ein Mushroom. Und zwar ein Brown Stem. Ich meine, die haben schon im Deutschen komische Namen, Pilze. Erwartet nicht, dass ich das übersetze. Und a slab of Fox Meat, also Fuchsfleisch. Wir sind ja noch im Tutorial, wir befolgen es. Das wäre eine Hexe ohne schwarze Katze. Okay, Pilz, Fuchsfleisch und Wurzel. Gemerkt. Und wir können es ja nochmal nachgucken. Hey Katze! Dürfen wir in den Schrank? Wir quicksafen mal vorher. Nichts passiert? Nee. Berry Juice. Schriftrolle. Rezept. Good, you know how to read. I have something that will help you gather what we need without hurting yourself. Two. Here, put these on. Ach so, wir haben noch was bekommen. Ein Item with special abilities. Okay, was? Ah, Gardening Gloves. Also Gärtnerhandschuhe, dass wir uns nicht verletzen. Und das bringt uns einen Bonus in Brewing and Drying. Dazu später mehr. What a waste of time. Pflanzenkunde und sowas ist ja sehr wichtig hier in dem Spiel. Also die Herstellung von Tränken und Pulvern. Deswegen heißt es ja auch Brewing. You can't be serious. Was haben wir denn hier noch? Ah, Berry Juice. Und ein Potion. Was auch immer. Oh, da sind diese weißen Maden, die kenne ich nur aus der Demo. Die sind eklig. Ich glaube, da machen wir mal einen Bogen drum. Yellow Spider. Aha. Also die sind erstmal nicht feindlich. Aber es kann sein, wenn man in die Nähe kommt, dass sie dann aggressiv werden. Wer weiß. Du musst ja so ein bisschen aufpassen als junge Magierin. Da können wir was sammeln. Pflanzen. Ach nee, ein Falter. Moonglider. Alles für die Zutaten zum braunen Trocknen. Wie gesagt, das ist eine sehr wichtige Mechanik in dem Spiel. Brewing and Drying. Hier wimmelt es ja so von What a waste of time. Faltern. Aber irgendwie auch cool. Glühwürmchen. Sag ich jetzt mal einfach. Ein Fox. Ah, Fuchsfleisch. Okay, ich fürchte, du musst sterben. Okay, war es das schon? Ja, war schon. Armer Fuchs. Aber die Quest lautet so. Sorry. Also hier wird nochmal der Kampf erklärt. Man kann auch neutrale Kreaturen angreifen. Spätestens hier mit dem Attack-Symbol, das Schwert. Das ging auch schon in Baldur's Gate 2 so. Foxmeat, das ist gut. Und ein Pelz. Ding Dong, Quest Fortschritt. Genau, Foxmeat. Eingesackt. So, fehlt noch ein Pilz und Wurzel. Wir sammeln mal alles, was so sich sammeln lässt. Aber versuchen nicht in Monster reinzurennen oder starke Gegner am Anfang.
Diese Spinnen da sind wahrscheinlich giftig. Da mache ich mal einen Bogen drum. Bluh, so viel Spinnen. If I must. Okay, die Bezeichnungen der Monster sind noch ein bisschen klein von der Schrift. Sicherlich noch Verbesserungsbedarf vorhanden. Ah, Root. Das brauchen wir doch. Ding Dong. Alles klar. Ah, da sind die Spinnen. Ja, wollte ich doch sagen, wenn man zu nahe kommt. Okay, jetzt müssen wir leider kämpfen. Oder weglaufen. Mist. Oh, Glück gehabt. Okay, wir müssen mal draufhauen, glaube ich. Ich glaube, die verfolgen uns sonst. Bam. Well, all right. Ah, Pilze. Pilze. Genau, Brown sowieso, Mushroom. Ding Dong. Das war's. Ich glaube, wir können zurück zur Hütte. I've got all the ingredients I needed. Time to let the crown know of my success. Übersichtskarte, sehr schön. Ja, durch die besonderen Mechaniken wird das Spiel ein bisschen interessanter als Baldur's Gate oder Pillars. Und ich hoffe, das wird noch weiter ausgebaut. You can't be serious. Also Crafting gibt es natürlich auch, aber so Gear und Pulverbrauen und so. What you need? Good. You put your gloves on just like the rest of us. All fingers at the same time. Zieh den Handschuh an. Alle Finger gleichzeitig reinstecken. Na gut, haben wir schon. You weren't trying to put them on one finger at a time, were you? Du hast doch nicht versucht, jeden Finger einzeln da reinzustecken. Nein, nein. Wenn du alles gesammelt hast, komm zurück. Dann machen wir einen Topf. By the way, okay, ich glaube, ich bin ein bisschen zu schnell. The creatures in the forest. They can be a bit bitey. Take this genau, die Spinnen well. Können beißen. It should come handy, should you need to protect yourself. Danke für die Warnung, aber wir sind schon längst wieder da und haben alles gesammelt. Ich bin der Zeit voraus. Der Stab ist auch nicht besser als unser Stab, den wir schon haben. Feel free to take a rest if you need. Ah, the hero returns. It's all there. Perfect. Now, I have everything you need. Kannst du mir jetzt Fragen beantworten? Was passiert hier eigentlich? I'm getting hungry. This. Did you forget to make these herbs edible, child? Come now, you must dry them to bring out the flavor. Surely you've cooked before. Okay, I have to wonder what that Lord Espen even had your tutors teach brauen. You at his fancy estate. Oh! Well, take this candle and get drying. Ich frag mich, was dir Lord Espen beigebracht hat. Nimm diese Kerze zum Trocknen. Dann zerkrasche die Zutaten zu einem Pulver. Ich brauche das für den Eintopf. To begin drying, you first need to open your inventory screen. Klar. Ach, da haben wir den Reiter Brewing und den Reiter Drying. Genau, das funktioniert so. Man braucht eine Laterne oder Kerze und kann dann drei Zutaten ja, oben draufpacken oder in die Gläser packen.
Also man kann alles trocknen, was man verfügbar hat. Aber wir brauchen ja nur für das Rezept die beiden im Prinzip. Aber gut, wir haben noch einen Platz frei. Moonglider. Naja. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach nur die beiden Zutaten. Und packen eine Kerze drunter. Sonst geht's natürlich nicht. So, und jetzt können wir Start Drying klicken. Laut Tutorial. Okay. Und jetzt? Ja, haben wir gemacht. Achso, wir brauchen jetzt eine Long Rest, weil das dauert. Also es braucht eine Long Rest. Dann müssen wir wieder da reinschauen. Und wir haben jetzt... Achso, wir haben jetzt die Sachen getrocknet und können sie mit einem Mörser zerstampfen. Okay, und jetzt können wir sie gleich einsammeln. Das geht natürlich schneller. Klar. Okay. Eine Kerze weniger, aber Sachen zerstampft. I have successfully dried and crushed the, ja, Zutaten. Good, good, well and dried. Give me just a moment and... Gib mir einen Moment, gut, gut. There, it's on the fire. Now we have a few precious moments to spare. We should talk. Jetzt können wir reden. About talking. Talk about talking? What do you mean? What do you think I mean, child? Ich dachte, wir reden über etwas anderes. Stop. Du versuchst mir was beizubringen. Learning and Research, eine Fähigkeit. Ja, very good. Ich denke, du hast es durchschaut. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, on the fly das zu übersetzen, klar. Ich hab's noch nicht verstanden. Lieber einmal zu viel gefragt als zu wenig. Du wirst es verstehen, mit der Zeit. Okay, können wir jetzt mit der Lehrstunde fortfahren? Ich habe ein Auge auf Lord Espen geworfen. Das Gleichgewicht in Isilmerald ist gestört. Warum hast du mich hierher gebracht? Du warst nicht bereit für Atmas Angriff. Ja. Sie hat mich gerettet, klar.
Hier bist du sicher. Also alle Fragen wird sie noch nicht beantworten. Welches Ziel muss ich erreichen? Da gibt es noch zwei Fragen zu klären, die ich nicht beantworten kann. Der Eintopf ist fertig. Now there's something you should know. When you leave here, the world you knew yesterday will be gone. Die Welt hat sich verändert. Aber was meinst du damit? The attack on the Espin estate was only the first spark of a consuming fire, I am afraid. Much will be lost to strife and war. Das war nur der Anfang. Es wird einen Krieg geben. There are worse things than war, though. There is something you must understand before you leave here. Und es gibt Schlimmeres als Krieg. Das musst du wissen. A great and terrible curse has fallen over Isilmarald and much of the rest of Yirengal. It drives men and women to madness. It starves the prince and turns the pauper to a life of desperation. Ein Fluch hat Isilmarald überfallen, heimgesucht. It is the essence of avarice itself. A curse of greed spreads through the land. Der Fluch der Gier breitet sich aus. Gier? Was meinst du? A terrible covetousness that hides in mortal hearts. It is among the darkest of dreams. But this is no normal greed, no. There is magic behind it. No mere apprentice's cat trip either. It is most dangerous. And you must understand that. Da steckt mehr hinter als nur Magie. Magie. Is done now. Just let it cool. Ah. Der Eintopf ist fertig. Nun muss er abkühlen. Du bist ja ein bisschen eine Magierin. Ja, ich kann ein, zwei Sprüche. Stimmt. Nicht schlecht, aber du musst noch viel mehr lernen. Okay, fangen wir an. Nimm das. Diese Schriftrolle enthält einen Spruch, den du lernen kannst. Okay. Wir sollen jetzt einen Zauberspruch von einer Rolle lernen wahrscheinlich. Fever. Scroll. Und wir können den Zauberspruch ins Buch schreiben. Also lernen. Das ist ja auch genauso wie ein Baldur's Gate. Fever. Ja. Getan. Your character has spotted a trap. Meine magische Wahrnehmung hat sie entdeckt. Und wir können magische Fallen entschärfen. To use the skill, open your skill bar. So, Skills, da. Magical Perception, das müssen wir nehmen. Click on the traps. Highlight. Was? Very good. I see the look of recognition in your eyes. Magic will keep you alive. There's a trap in the room.
You must find it and disarm it. If I must. Ich bin ein bisschen irritiert, weil es ist ein Teppich da, oder dass ich falle. Oder ist sie woanders? Ist ein bisschen komisch. Irgendwas klappt da nicht. Well, all right. Ach, jetzt. Okay. Very good. The freezing enchantment on the trap. Okay, haben wir entschärft. Here, girl. I see that look in your eye again. No, no more questions for today. Eat your stew and get some rest. Nimm den Eintopf und ruh dich aus. Okay. Okay, vielleicht müssen wir das Tutorial noch ein bisschen optimieren an der Stelle. War ein bisschen komisch, aber kann auch an mir gelegen haben. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht war ich auch zu blöd. Aber wir haben es geschafft. Okay, wir sind fast fertig. Okay, das wär's für heute. Und das wär's für diese Episode für heute. Und ich spiele natürlich noch so lange weiter, wie es geht. Bis zum Release am 26. August von Black Geyser, Creators of Darkness. Bleibt dran. Ciao, der Argonaut.